Konnichiwa, Bitches. Ich war kürzlich auf der Dokumi-Messe. Das ist eine Messe über japanische Kultur, Kunst, Anime, Cosplay und so ein Zeug. Ich bin da voll drin. Ich habe alles gesehen, von Pokémon über Digimon bis Dragon Ball. Ich bin voll drin. Ich bin da auf dem neuesten Stand. Ich guck da alles und ich cosplaye auch selber leidenschaftlich gerne, wie ihr auch in dem Video sehen werdet. Vorher aber noch, wenn ihr dieses Video gucken wollt, könnt ihr gerne machen, aber guckt lieber The Table oder Quote Quest von Robin Nosferatu, da war ich auch dabei. Das sind bessere Videos als dieses Video hier. Dieses Video ist aber auch ganz witzig, aber ich verlinke euch das auf dem i. Das machen manche YouTuber, ne? Oder hier unten in der Infokarte und in der Endcard. Guckt da rein, aber ihr könnt auch gerne diesen Vlog gucken. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn es nicht so ganz meine Welt ist. Es ist ein bisschen wie in den Zoo gehen mal wieder. Habe ich ja auch schon länger nicht gemacht, aber so ein bisschen so hat sich das vielleicht angefühlt. Robin Nosferatu war übrigens schon mal in Japan. Japan ist so ein wunderprächtiges Land. Wusstet ihr zum Beispiel, dass das aktuelle Staatsoberhaupt Naruhito der direkte Enkel des Kaisers Hirohito ist, dem damaligen Verbündeten von Hitler? Der ist auch schon das fünfte Kind seines Vaters, aber die anderen vier waren halt Mädchen, deswegen dürfen die natürlich nicht auf den Thron. So eine wundervolle Kultur. Ende des ersten Tages gab es auch noch einen IRL-Stream auf Twitch. Folgt mir auf Twitch und die Aufzeichnung lade ich auf den Highlight-Kanal hoch, den ich ab jetzt habe. Link in der Beschreibung. Yeah, Highlight, Twitch-Highlights, Leute. Wenn ihr auf Twitch nicht gucken wollt, sondern auf YouTube, dann Link in der Beschreibung. Da lade ich dann die coolsten Sachen von meinen Twitch-Streams vielleicht hoch. Wer weiß. Mal gucken, wie aktiv ich das betreibe. Wäre für einen YouTube-Algorithmus wahrscheinlich besser, das einfach hier alles auf diesen Kanal zu dumpen. Aber ich mag das lieber so ein bisschen aufgeräumt und nach Themen sortiert. Ne? Aufgeräumt im Gegensatz zu den Zimmern von diesen ekelhaften, widerlichen Weeaboos. Aber jetzt erstmal Film ab von dieser wunderschönen Messeerfahrung. Viel Spaß. Saas. Konnichiwa, Bitches. Live und direkt von der Dokumi. Ich präsentiere euch Gründe, warum die japanische Kultur der unseren weit überlegen ist. Guckt euch diese fantastischen Autos an. Es ist einfach super. Das Problem ist leider, ich bin noch komplett falsch angezogen. Ich komme hier rein, dachte ganz normale Messe, aber ne, ich schau dir das mal an. Alle haben Cosplay. Ich muss mich auch noch umziehen, um der japanischen Kultur ein bisschen zu huldigen und den Respekt zu erweisen, den sie verdient hat. So ist es besser. Japan in Reinform. Ich bin die Protagonistin aus dem Film. Kleines Schulmädchen wird von großem Tentakelungetüm radikal gefickt. Und deswegen gehen wir jetzt auch hier zum Ab-18-Bereich, dem gefragtesten Bereich, wie man sieht. Die Schlange ist gigantisch. Alle wollen sehen, wie die kleinen Schulmädchen gefickt werden. Ihr auch, oder? Geil! Was gibt's denn hier so? Ab 18 hier, Milky Box Ahegao Edgy Facial Tissue Box. Darauf freue ich mich am meisten. Wir stellen uns mal an, mal gucken, was es so gibt. Ab 18 Bereich war leider komplett leer. Es gab da gar nichts zu sehen. Da war leider nichts. Es wurde gecancelt, leer. Einfach ein leeres Stück Halle mit Mauer drum. Kann man nichts machen, ne? Wir gehen mal weiter. Schau doch mal diese Detailverliebtheit hier bei der Zeichnung. Wow, ist das ein fantastisches Autodesign. Da ist auch noch meine Beifahrerin. Warning, dicke Ärsche. Das ist ja einfach nur fabelhaft. Ich würde damit so gerne durch die Stadt fahren. Lol. Hier presst sich eine Dame von innen an die Scheibe, kann man schon fast sagen. My Waifu. Musikalisch wird es auch noch, es wird hier Gitarre gespielt, es ist einfach wunderbar, es ist einfach nur toll. Ich weiß nicht, wieso Leute sich darüber lustig machen, es ist einfach fabelhaft. Bist du nicht Luigi? Nein, nicht ganz. Zelda heißt der Mann. Nein. Kakariko. Nein. Kokiri. Ist das so ein Sexheftchen? Nein. Also, das ist aber geschmacklos. Ich distanziere mich. Pui! Kannst du verstehen, dass Amerika damals die Atombombe nicht auf Dresden, sondern auf Japan geworfen hat? Ich nicht. Warum? Das heißt nicht Zelda, ich heiße einen ganz anderen Namen. Ganondorf. Das ist der Bösewicht. Super Mario. Nein. Wow! Bowser. Nein. Ey, das ist der grüne Kobold. Pikachu. Nein.
ich kaufe Ihr Auto, ich bin von der Presse, wa? Son Goku! Ich bin der Held der Serie. Ja, Sheik! Nein, das ist die Heldin. Wir können auch so zoomen. Ich bin hier live und direkt, live im Internet mit Dummer Dion, bekannt aus ProSiebens Erfolgssendung Beauty and the Nerd. Und schaut mal, was wir hier haben. Ja. Mehr Nerds. Nerds! Meine erste Frage, wer von euch hat gewonnen und wie viel Vertragsstrafe kriegt ihr, wenn ihr mir das jetzt sagt? Also, gewonnen hat Volker Uhl. Volker Uhl hat gewonnen! Welcher ist das? Er wird euch leider nicht verraten. Du hast gewonnen! Ja, immer. Und war gut? Er hat das Herz. Ihr müsst die Sendung nicht mehr gucken. Gewinnen wird dieser Kerl hier. Lass dich nicht verarschen, der ist erste Folge rausgeflogen. Cool. Der ist erste. Ich guck das doch nicht! Der Dekubaum. Nein. Horror-Kid. Das ist der kleine Kobold. Der Mond, der da runterfällt. Auch nicht. Bist du Super Mario Speedrunner? Nein. Du musst dein Mikrofon auch benutzen, du Idiot. Was macht dich zum Nerd? Ich bin ein Programmierer und Linux-Nerd. Dann geht's ab. Das ist richtig. Und er? Und was geht's? Was bist du? Warum bist du bei Beauty and the Nerd? Ich habe mich beworben als das Geld. Internetversager. Geld, nein. Geld. Tatsächlich einfach nur aus dem Grund, die haben mich angefragt, ob ich Bock drauf hätte. Dachte ich mir so, komm, ich mach mit, schick eine halbherzige Bewerbung an und dachte, ich komm nicht weit. Ich habe die letztes Jahr angefragt und gesagt, hallo, ich bin ein Loser. Ich will hier mitmachen. Ich habe zwar eine Freundin, aber müsst ihr ja nicht sagen. Und dann haben die gesagt, ja, wir rufen dich zurück. Ne? Haben sie nie angerufen? Haben sie es nicht gemacht. Na toll. Warum bist du ein Nerd? Weil es ein cooles Hobby ist und echt groß machen sollte. Ja. Was macht dich zum Nerd? Coole Leute. Das hat nun die Nerds. Und du so? Was, hat einer von euch Autismus? Nee, vielleicht. Ja, wer weiß. Aber ich liebe Bier. Wir lieben Bier doch. Ich kann leider nicht richtig tanzen, sonst geht der Rock hoch. Das ist schon okay. Wie gesagt, dann machen wir alles eh schon raus. Ist das nicht Iblali? Ja. Guck mal, Beauty and the Nerd. Mein Cousin. Das ist jetzt unangenehm. Link. Link, so hieß der. Das, Link, Schild. Du bist ganz schön groß dafür, dass du der junge Link bist. Der andere hat so einen größeren blauen Schild. Willst du mich verarschen oder was? Du hast doch sogar Bartwuchs. Also, come on. Also, sorry. Guck mal, wie groß das Schild ist. Der Schild. Oh. Hey, ich bin wirklich hübsch. Es stimmt, das ist wirklich, also ich schon. Aber du auch. Würde ich Männer ficken wollen an dich? Gibst du, seitdem du mich geküsst hast, willst du das? Stimmt, das haben wir echt mal gemacht. Es war seine Idee. Aber deine Umsetzung. Aber ich fand's auch jetzt, also ich habe mich da hingestellt und mich nicht gewehrt. Also in Anime wäre das schon fast geil. Noch geiler wäre mit wären. Quatsch ist das ja. Der junge Link ist so, ne? An das Schild angepasst. An das Schild angepasst. Gut gemacht, weitermachen, gutes Cosplay, immerhin kenne ich diesen Anime. Videospiel. Mal eine Cosplayerin, ob sie das eher geiler findet, diese Rolle zu verkörpern oder dass sie sich dabei ein bisschen nackt machen kann und irgendwelche geifernden, fetten Anime-Nerds dann oh machen, wenn sie die sehen. Findest du es besser, durch dein Cosplay-Dasein den Rolle zu verkörpern oder dass fette Nerds dich geil finden, weil du so viel Haut zeigst? Was? Wovon redest du? Keine Ahnung. Wurde hier gerade einfach überrumpelt von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne. Jetzt wird mir so ein Ding hin, mir ins Gesicht gedrückt. Aha, naja, dann. Ich bin ein bisschen vor, aber ja, moin, was geht? Mein Name ist. Noch Twitch aktiv auf YouTube, über 100.000 Follower. Hab Corona weggetanzt, bin im. Vielleicht könnt ihr ein oder andere wählen. Get on my level, das bin ich. Darf ich kurz noch eine Frage stellen? Wenn du Corona weggetanzt hast, wieso trägst du denn eine Maske? Ja, leider war es nicht so effektiv. Weißt du, das glaube ich nicht. Wie bei Pokémon nicht effektiv leider gewesen. Ich habe so ein Kamera auf das auf dem auf Knofenser. Kann ich damit schaffeln, ohne dass man meinen Penis sieht? Nicht, dass ich so rumtanze und dann fliegt das hoch. Ja. Vielleicht. Ich bin hier mal. Übrigens, ich habe hier niemals zugestimmt.
Ich kann dir auch so. Das ist das Einzige, was wir reinschneiden. Ist das dein Kanal? Ja, das ist mein Kanal. Was sind das für Thumbnails? Ist das noch gut? Das ist unglaublich, ey. Hat sonst keiner. The Wear Scale. Absolut. Was genau? Sind das für Videos? Lava-Videos. Wenn du dich ein bisschen mehr bemühst, kannst du das Thumbnail für dieses Video werden. Oh, bitte nicht. Guck. Kennst du Enz? Sein ihr Einkaufskorb, stattdessen sag mal Enz Einkaufskorb. Enz Käufens und Enz Einkaufskorb. Du ganz ehrlich, das ist. Oha, gute Idee, Mann. Ich dachte, du wolltest dich gerade gegen das Gendern aussprechen. Was? Ich schwöre, was ist das für Sache? Ich sag hier gar nichts. Also, wir haben hier einen Frauenhasser. Ich sag mal, wenn hier irgendwas geschnitten wird, dann kann ich nicht gesagt haben, was ich zu meiner Rennstrecke. Ich entschuldige mich für die Aussage. Du bist natürlich Enz Frauenhassens. Eigentlich wollte Xerox hier staffeln, aber das war, bevor wir ihn verarschten. Trotzdem hat der Covid-19 weggetanzt. Besten Dank. Ich will was sagen. Nö, das kriege ich schon hin. Ich bin ja laut genug, ne? Okay, Feuer. Feuer frei! Die Richtung, nö, ich ja gar nicht. Achso, Entschuldigung. Feuer frei! Hallo! Guck, ich schau zurück. Das war aber nicht laut. Ja, lauter kann ich jetzt gerade nicht. Nein. Tut mir leid. Was cosplayst du eigentlich? Gar nichts. Wie jetzt? Ich bin einfach nur zum Joke nach hierhin gekommen. Und dann habe ich... Nach hierhin? Wo ist denn hierhin? Alter, ja, hier nach Düsseldorf. Aha. Und jetzt habe ich dich zu voll... Oh, warte. Mal, wie groß der ist! Herodes, interview doch mal den Fisch! Wie kommt man auf die Idee, so krasse Scheiße abzuziehen? Die alte Fischkosten. Ui! Oh. Nein! Ach, der ist ja genauso wie dieser Tanztyp, der geht ja auch immer weg. Der ist ja zwei! Like heaven! Was hat der richtig gemacht, was ich nicht hab? Kennst du Montana Black? Ja, zu den cosplay ich mental, also halt nicht äußerlich. Ui! Ich glaube, ich kann es jetzt auflösen. Der Ton ist eigentlich nur das, aber das sieht halt, ne, das ist die Kamera nur. Aber das sieht professioneller aus, wenn man so macht. Lifehacks mit Imp. Man muss nur das Kabel irgendwie besser verstecken. Was kann sich die deutsche Kultur bei der japanischen abgucken? Die Offenheit, ja. Offenheit. Warum ist Japan ein viel besseres Land als Deutschland? Schau dir Deutschland an. Dann Japan. Ja, okay, aber in Deutschland da ist es halt. Ich finde, beide sind nicht so krass, aber. Beide sind seine guten und seine schlechten. Ja, eben. Im Zweiten Weltkrieg, wärt ihr da auf der Seite von Japan gewesen oder von den Sowjets oder von den Amis? Japan war auf Deutschlands Seite, von daher. Okay, das reicht doch. Japan gewesen. Also, wenn ihr jetzt mit eurem Cosplay wo lang geht und dann ist da so ein Perversling und der glotzt euch so auf die Beine und gafft euch an, findet ihr es gut oder eher nervig? Nervig. Wir hatten das gerade eben schon gewünscht und gefragt, ob wir auf irgendwelchen nackten Körperteilen unterschreiben wollen. Ja, das war nicht so schön. Ob ihr was wollt? Ob auf irgendwelchen, also auf dem nackten Oberkörper. Ist schon schön, so diese Offenheit. Ja. Sind da hinten irgendwo. Ja. Also was wir eigentlich als allerletztes immer fragen, ist, ob ihr auf seinen Bauch unterschreiben wollt, aber... Lang lebe die Sowjetunion! Jawohl! Ich habe mal einen Löschstich gegen dich gemacht, ja. Aber ich bin ein großer Fan. Du hast sogar kommentiert. Warst du dieser, der an so einem See rumgehüpft genau, ist? Der Typ, das habe ich gesehen, ja. Der cringy Typ war ich. Willst du jetzt ein Foto machen? Ein Video für meinen Vlog. Kommt das auf deinen YouTube-Kanal? Auf meinen TikTok und YouTube. Ich mache einen neuen YouTube auf Deutsch, weil Englisch hat nicht so... Ich stimme der Veröffentlichung auf YouTube zu, aber garantiert nicht auf TikTok. Nicht auf TikTok, okay, ist nur für YouTube. Nein, Mann, du Spaß, belade, wo du willst. Ey, mach weiter so, was du machst. Dieser Mann hier hat gesagt, dass ich mich löschen soll und jetzt will er hier für seinen jetzt? TikTok doch ein Shoutout oder was. Aha, so sind sie, die Influencer. Erst meckern und dann, ne? Oh, da ist sie, die Reichweite. Ich bin jetzt doch großer Fan. Also so wie bei dir und Kuchen? Aber er hat einen Rock an. Okay. Er hat einen Rock an, das ist besser. Ist das eigentlich hier deine Loli? Was ist das? Ja, wenn das die erwachsene Person ist, dann ist das eine Loli-Kamera. Ja. Was geht ab, werte Männer? Hier sind wir wieder, Tag 2 der Dokumi. Mein Cosplay habe ich noch nicht an, da ich zu spät gekommen bin. Ich habe, wie es sich für einen echten Superstar gehört, hier einen Table klar gemacht, beziehungsweise wurde er mir klar gemacht, mit meinem Geschäftspartner Dumadion, bekannt aus Funk und Internet. Ja, das bin ich. Pro7! Du hast keine Frage gestellt und hältst mir trotzdem Mikrofon hin. Das ist ein journalistischer Trick. Sie hätten mich anders befragen müssen. Ich habe etwas gesagt, aber dadurch, dass ich eine Maske aufhabe, hört man einfach gar nichts.
Ja, also ich habe eine sehr harte Anreise gehabt. An dieser Stelle nochmal, ich verstehe das, was ihr da letztes Jahr veranstaltet habt. Ich bin nämlich mit dem Auto gefahren, ganz normal, an jede Regel gehalten, plötzlich hinter mir so ein Polizeiauto mit so einer Blinkreklame, Polizei, und ich dachte, die machen vielleicht Werbung für Polizei einfach, aber nein. Stopp. Dann stand da, halt, stopp, und dann bin ich da an den Rand gefahren, kommen dann zu dritt zu mir und sagen, allgemeine Fahrzeugkontrolle. Und ich meine, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann, mir lag schon auf den Lippen zu sagen, was wollen Sie? Ich bin weiß, ich bin nicht mal Türke, aber die haben mich trotzdem angehalten. Ne? Und dann haben die halt gesagt, ja, wir kontrollieren Sie, das Führerschein, Fahrzeugpapiere, habe ich denen gezeigt. Haben gesagt, jetzt einmal aussteigen. Und ich sage, oh, Alter, ich habe es eilig, ich habe einen Termin. Wo wollen Sie denn hin? Ja, Dokumi, kennen Sie das? Nach dem Pusten gesagt, oh, 0,00. Denen gesagt, ach, wer hätte das gedacht? Darf ich jetzt weiterfahren? Und dann haben sie gesagt, ah, Sie können jetzt hier dieses Mundstück abziehen. Ich habe das sogar dabei, glaube ich. Hier, da ist es, da ist der Beweis, das ist mir wirklich passiert, Alter. Selbst wir Allmanns werden, ich habe keine Maske getragen, selbst wir Allmanns werden von der Polizei schikaniert. Das kann so nicht weitergehen. Die fand the fucking Ordnungsamt. Ich will keinen Stress mit der Polizei, aber Ordnungsamt ist echt bescheuert. Warum braucht man das? Ne, Dion? Stopp. Fick das Ordnungsamt, komm direkt aus dem Untergrund. A young imp got it bad, cause he's a streamer. Hier, ich, folgt mir mal auf Twitch. Da ist Dragolina, will nicht ins Video. Ich hab's aber trotzdem auf den Zettel geschrieben hier, man. Ich mach hier nur Blödsinn, guck mal, das ist mein Platz hier. Man kann hierher kommen, Autogramme, Fotos und so eine Scheiße machen. Es sieht aus wie Sau, wie zu Hause. Ich kam hier an, leerer Tisch, 5 Minuten später sah das so aus. Was soll das, Dion? Ich hab das alles mitgebracht, um hier ein bisschen Ordnung. Kennen Sie das Format The Table von Robin Nosterafu auf Nosterafu TV? Das ist sehr gut. Da gibt es auch so einen Tisch hier. Hier, ich nochmal. Tut mir leid, dass ich überziehe. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen. Also, wir sind hier angekommen bei der Dokumi-Messe, ne, wo ich jetzt hier gerade von meinem Tisch verbannt werde. Um wie spät ist es? 13.05 Uhr. Um 13 Uhr ist der nächste Table. Aber ich habe ja auch später angefangen. Kann ich auch ein bisschen länger machen. Ne? Ich bin ja nicht so. Also, ich mache hier auch Überstunden, wenn ich zu spät komme. Ne? So bin ich halt. Solange Funfragger noch nicht da ist, kann ich auch weitermachen. Ich habe hier einen Parkplatz gesucht. Ne? Gestern habe ich einfach vor dem Aldi geparkt. Heute war ich kurz vorm Aldi. Erstmal hat es ewig lange gedauert, durch dieses scheiß Messegelände durchzukommen und wieder zu dem Aldi hinzukommen, weil hier überall irgendwelche dummen Poller waren. Fick dich doch. Jedenfalls, als ich vorm Aldi bin, kriege ich einen Anruf von Herrn Newstime und er sagt, park doch auf dem Presseparkplatz. Ne? Dann komme ich hier aber an, frage, wo der Presseparkplatz ist, und der Typ hier, diese zwei Kölner Messetypen, die einfach irgendwelche alten Allmanns waren, die das total komisch finden, wie die ganzen Weeaboo-Kinder mit ihren dummen Kostümen rumrennen, hat gesagt, gibt gar keinen Presseparkplatz. Ne? Sind wir trotzdem einfach, habe ich Newstime angerufen und hat gesagt, ja, letztes Jahr meine ich, sind wir da rumgefahren und dann hieß es immer, park doch bei P4. Bei P4 steht einer vor der Tür und sagt, der ist voll, probier mal bei P3. Fahr ich zu P3, sagen die, fahr mal zu P4, haben wir gesagt, ist voll, ja dann fahr zu P5. Fahren wir zu P5, heißt es wieder P4. So eine Scheiße, wir haben eine halbe Stunde gesucht, um in ein Parkhaus zu kommen, was da noch Geld kostet. Unmöglich! Das ist Deutschland oder was? Nicht mein Land hier! Bravo, Attila! Tschüss. Ich muss eigentlich aufhören. So Leute, es ist 10 nach 1. Ich muss eigentlich den Stand verlassen. Aber ich bin ein wahrer Ehrenmann und tue alles für die Fans. Hier ist gerade ein junger Fan vorbeigekommen und wollte mich unbedingt noch mal kurz sprechen. Und er möchte auch gerne in den Vlog. Hier ist er. Ich halte dir das mal hier runter. Moin, moin, Herr Impf, beklagen Sie sich. Sind Sie Herr Impf? Das bin ich. Impf, hallo. Wie geht's dir, mein Lieber? Willst du eine journalistische Frage stellen? Wie nehmen Sie die Dokumi wahr? Einfach scheiße hier. Warum? Nur Weeaboos. Warum? Weiß ich auch nicht. Was machst du hier den ganzen Tag über? Sitzen. Macht Spaß? Ein bisschen. Wie lange willst du das noch machen? Weiß ich nicht. So, moin, moin. Wie bewertest du diese Seilkunst, die ich mir heute angeeignet habe? Das ist großartig geworden, klasse. Wie äußerst du dich zu diesem Symbol, was in diesem Cosplay da ist? Ich zoome mal rein. Da! Davon distanziert. Wie findest du das? Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Ja. Darf man das da in Deutschland überhaupt auf Kleidung haben? Das ist kein Tagkreuz. Sondern? Das ist das buddhistische Zeichen. Das ist kein Hakenkreuz. Nein, das ist spiegelverkehrt. Das ist spiegelverkehrt. Wenn man ein bisschen mehr Bildung hat. Na, ich bin echt dumm.
Nein, nicht so ungut. Guck den Anime, dann weißt du Bescheid. Welchen Anime? Tokyo Revengers. Was? Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Wollt ihr im Vlog sein oder lieber nicht? Ich meine, ihr habt Hakenkreuz auf den Klamotten vielleicht nicht. Wenn das kein Problem ist, dann gerne. Also wenn es für euch kein Problem ist. Von uns aus. Du hast echt geile Kontaktlinsen. Darf ich da reinzoomen? Guck mal, Leute, so sehen Augen aus mit. Warte. Was ist das? Es wird nicht scharf, scheiße. Dann filme ich einfach das nochmal. Das ist sehr schön, bitte nicht in die Kamera. Ich habe das auch auf dem Rücken. Das ist schon ein geiles Outfit. Wie viel ist das wert? Ich mache auch so, was ist dein Outfit wert, Videos. Weißt du, wie viel ich dafür bezahlt habe, oder was? Ja. Keine Ahnung. Das ist ja günstig. Das ist nicht so teuer. So teuer ist es nicht gewesen. Wie findest du das Outfit? Der ist als Hybrid-Journalist verkleidet. Hier. Was ist dein Outfit wert? 100 Tassabombe. Ist das einmal 15 Euro? Nein. Die Seile? Baumarkt? 2 Euro? Die haben mich 30 Euro gekostet, die Dinger hier. Das ist ja eine Frechheit. Ein Würstchenverkäufer-Cosplay, da. Bist du nicht Zelda? Nein, immer noch nicht. Horror-Kid? Nein, immer noch nicht. Ich hau dich gleich. Ich hau dich gleich. Das Cosplay da gefällt mir. Die Dokomi-Messe steht für Lebensfreude, für Kultur und Kunst. Wir sind den Japanern sehr eng verbunden. Geil einfach. Meinst du, die unterwerfen sich Abaddon? Alter, ist das geil. Oh, ihr seid ja immer noch da. Abschalten, kommt nichts mehr. Ihr müsst immer noch The Table gucken, ne? Und Quote Quest. Ich verlinke euch das in der Endcard. Tschüss. Ist der Beste.